Gute bei Mind Barbecue. Heute zeige ich euch ein leckeres Roast Beef Sandwich, wie ich mir das vorstelle. Was ihr dafür braucht, wie ich es gemacht habe, das zeige ich euch jetzt und dann wünsche ich euch viel Spaß beim Angucken. Ich zeige euch erstmal die Zutaten für unser Roast Beef Sandwich. Der Hauptdarsteller ist logischerweise das Roast Beef. Wie ich das gemacht habe, habe ich im Smoker gemacht, das verlinke ich euch gerne mal hier oben. Dann brauchen wir ein paar Zwiebeln, die schmoren wir ein bisschen an und mit ein bisschen Honig, dass wir ein bisschen eine süße Komponente haben. Dann brauchen wir ein bisschen Frischkäse und ich habe hier noch ein bisschen Bärlauch in Olivenöl. Ja, dann brauchen wir einen obligatorischen Salat natürlich auch für ein Sandwich. Und dann habe ich mir hier so ein bisschen rustikaleres Sandwichbrot, also ein Baguette geholt. Und zum Anbraten der Zwiebel noch ein bisschen Öl. Das sind eigentlich alle Zutaten. Wir fangen jetzt direkt an mit den Zwiebeln. Die machen wir entsprechend in der Pfanne. Dadurch, dass wir direkt sind, machen wir es heute nicht auf dem Grill. Step 1, wir rösten unsere Zwiebeln ein bisschen an, dass wir so schöne Schmorzwiebeln kriegen. Pfanne habe ich schon mal ein bisschen vorgeheizt. Und dann geben wir die Zwiebeln einfach rein. Hab jetzt den Herd auf ungefähr 7 von 8. Und dann lassen wir die einfach erstmal ein bisschen anspitzen. Die ein bisschen Farbe bekommen. Und ich glaube, das Ding kriegt er hin. Und in der Zeit drehen wir uns gerade eine Station weiter und schneiden unser Roastbeef schön wieder runter. Unser Roastbeef liegt bereit. Dann nehmen wir uns jetzt ein Messer und schneiden da ganz schön dünne Scheiben runter. Ja, somit unser Roastbeef auch vorbereitet. Dann gucken wir wieder unsere Zwiebeln an. Fangen auch schon an, ein bisschen Farbe zu ziehen. Geben noch einen kleinen Schuss Öl dazu. Ihr könnt natürlich auch entsprechend weiße Zwiebeln nehmen. Ich habe jetzt die roten genommen. Ich finde die immer ganz farblich schön. Dann machen wir weiter mit unserer Creme. Dafür gehen wir eine Station weiter. Schwupps. Dafür habe ich schon mal den Frischkäse parat gelegt. Wie gesagt, ihr könnt, wenn, also ich nehme halt jetzt hier ein bisschen Frischkäse und gebe jetzt hier ein bisschen von dem Bärlauch dazu. Ach, der riecht einfach hervorragend. So. Ein bisschen noch, schups, ein bisschen Öl dazu. Also Bärlauch kann ich euch nur empfehlen, entsprechend ein bisschen einzu. Ja, ich muss jetzt mal vakuumieren, haltbar zu machen. Und dann quetschen wir das einfach ein bisschen. So eine schöne Bärlauch, einen schönen Bärlauch-Frischkäse bekommt. Ihr könnt natürlich auch einfach irgendein Kräuter nehmen. Das ist gar kein Problem, wenn ihr jetzt keinen Bärlauch dazu habt. Funktioniert damit auch sehr gut. So lassen wir schon und dann gehen wir gerade wieder zurück zu den Zwiebeln. So, die kriegen auch langsam schön Farbe. Und dann geben wir jetzt einen kleinen Löffel Honig dazu. Ich habe jetzt hier Blütenhonig. Oh, ich glaube, das ist relativ wurscht, was ihr nehmt. Ihr könnt auch einfach ein bisschen Zucker nehmen.
So, da geben wir jetzt noch ein bisschen Salz dazu zu den Zwiebeln. Und dann lassen wir sie schon so. Die könnt ihr natürlich machen, wie ihr wollt, dann vom Gargrad her. Für mich reicht das so jetzt. Könnt ihr jetzt auch noch ablöschen mit ein bisschen Balsamico. Dann habt ihr noch ein bisschen säuerliche Zwiebeln. Aber für mich ist das so wunderbar. Und dann kommen wir jetzt schon zum Belegen des Baguettes. So, das Baguette habe ich mir jetzt ein bisschen zurechtgeschnitten. Eine Zutat habe ich vergessen. Die kommt oben auf den Deckel. Das ist im Prinzip meine selbstgemachte Remoulade. Wie ihr die macht, verlinke ich euch auch mal oben. Die machen wir dann zum Schluss oben. Wir fangen mal unten an mit der Basis. Da machen wir ordentlich unseren Frischkäse drauf. Und den Bärlauch. So. Nicht geizen. So, dann wie auf jedem Sandwich der obligatorische Salat. Dann geben wir hier unser dünn geschnittenes Roastbeef dazu. Schaut euch das an. Hol ich mal ein bisschen näher ran. Das sieht doch schon Weltklasse aus so. So, jetzt geben wir noch ein paar von den karamellisierten Zwiebeln drüber. Und ich hatte auch erst überlegt, ob ich noch ein bisschen Käse drüber mache. Aber dann habe ich mir gedacht, okay, der Hauptdarsteller ist ja das Fleisch, das Roastbeef. Und das ist ja kein Philly Cheesesteak Sandwich. So, und zu guter Letzt kommt jetzt die selbstgemachte Remoulade oben drauf. Glaube ich auch mit so das klassische Essen. Roastbeef mit Remoulade. Zumindest finde ich so. So, und dann kommt schon unser Deckelchen drauf. Und so sieht das Ganze dann aus. Und dann probieren wir das doch gleich mal. So, dann nehmen wir uns mal den Apparat, bisschen flach drücken und dann beißen wir gleich mal rein. Aber das sieht einfach herrlich aus. Da tropft die Soße schon runter. Beißen wir mal rein. Hm. Das ist eine geile Kombi. Man hat diesen Frischkäse-Geschmack, das macht das Ganze leicht. Das geräucherte Roastbeef mit dem Pfeffer und Salz außenrum macht das Ganze sehr herzhaft. Die Remoulade ist schön salzig und sauer, aber auch cremig, der knackige Salat und dann noch diese süße Zwiebeln. Das ist eine geile Kombi. Ich hau mir das jetzt rein. Bin froh, dass ich noch ein anderes Baguette habe. Kann ich mir da noch eine Hälfte machen. Ich lasse es mir jetzt schmecken. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen da. Folgt mir gerne bei Instagram. Abonniert mich auch gerne hier, würde mich freuen. Und dann sehen wir uns bald wieder. Euer Mein Bar Video.